nicht anzuraten, eine Leitung zu legen, daher und da weiter. Besser ist zwei getrennte Kabel. Einmal Kamera und einmal Monitor in zwei getrennten Leitungen zu verlegen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Elektrofolge auf meinem Kanal Brufut. Ich bin der Helmut und heute geht es um eine Sidley Videosprechanlage. Ich habe vor zwei Jahren eine normale Sidley Sprechanlage gezeigt und auf sehr, sehr vielen Wünschen der Zuschauer bin ich jetzt eingegangen. Und jetzt gibt es eine Sidley Videoanlage. Viel Spaß bei dem Video. Ich habe die Komponenten jetzt schon ausgepackt und montiert. Da gehe ich jetzt kurz drauf ein. Das ist natürlich geschlossen. Da ist unten so eine Sicherheitsschraube drin. Der Öffner dazu ist mitgeliefert. Das hängt da so drin, wird von unten entriegelt und dann kann man das abnehmen. Bei der Innenstation, beim Monitor, ist das Ganze nur unten mit zwei so Nasen eingeklipst. Da muss man mit einem kleinen Schraubendreher reindrücken und dann kann man es auch raushebeln. Also ganz einfach. Zu dem Thema die verwendeten Leitungen, die ich verlegt habe. Ich habe jetzt in dem Fall ein ganz normales Netzwerkkabel, CAT-Kabel, LAN-Kabel verlegt. Wer sich mit der Thematik die benötigten Leitungen auseinandersetzen möchte, verlinke ich unten einmal mein altes Sidley-Video. Da bin ich auf das ganz genau eingegangen, warum ich welche Adern wir hernehmen, wir abmantelt und so weiter. Das brauchen wir nicht nochmal durchkauen. Für wen das interessant ist, das untere Video einfach nochmal anschauen. Das ist eine reine Busanlage. Das heißt, wir brauchen am Monitor nur zwei Adern. Wir brauchen an der Torstation, also an der Kamera, nur zwei Adern. Zusätzliche zwei Adern, da komme ich später dazu, für den Türöffner. Der wird nicht von der Außenstation weggeführt, sondern vom eingebauten Netzgerät. Das Busnetzgerät, das kommt in Verteilung, Zählerschrank. Man kann eine extra Unterverteilung setzen. Ich habe jetzt da die zwei Leitungen verlegt. Einmal zur Außenstation, Torstation, Kameraeinheit und einmal zur Inneneinheit. Brauche da mal überall nur zwei Adern. Ich habe jetzt dann dazu weiß und braun die Kombination verwendet. Wie gesagt, wer das genau wissen möchte, schaut das untere Video an. Da bin ich genau drauf eingegangen, was mit den Leitungen auf sich hat. Das ist doch genauso. Mitgeliefert wird natürlich die Bedienungsanleitung mit einem entsprechenden Plan. Einmal fürs Einfamilien-Set. Natürlich wäre auch fürs Zweifamilien-Set für bestimmte Änderungen, Applikationen, überall Pläne dabei. Da haben wir jetzt diese Komponenten. Einmal das Busnetzgerät. Einmal, wir haben nur einen dieser Monitore. Da war der zweite Monitor mit einem Endwiderstand. Auf den gehe ich später noch ein. Und das ist die Kameraeinheit. Wie man sieht, vom Netzgerät führen nur zwei Adern zur Kameraeinheit und vom Netzgerät führen die zwei Adern zur Monitoreinheit. Der Türöffner wird separat. Das heißt, man braucht schon einmal vom Netzgerät zwei zusätzliche Adern zum Türöffner, die ja auch irgendwo an der Haustür draußen sind. Aber wir verklemmen jetzt einmal das. Ich habe da schon mir einen Farbcode reingeschrieben. Das heißt, die Klemmbezeichnung TAM, das heißt einmal der Draht TA in der Kamera, der Draht TA und der Draht TA Monitor ist bei mir braun. Und das Ganze mit der B-Bezeichnung ist der weiße neben dem braun. Auf dieser Seite, dieser Klemmkontakt, haben wir die Bezeichnungen TAM, TAM, TBM, TBM. Das heißt, wir haben für beide Adern jeweils zwei Kontakte. Die braucht man dazu. Man könnte jetzt mit diesem Adernpaar reingehen und mit einem nächsten Adernpaar zum nächsten Monitor. Brauchen wir jetzt nicht. Darum haben wir bei dem TAM und TBM den Terminierungsendwiderstand da schon drin. Das heißt, es bleibt die erste und letzte Klemme frei. Einmal TA und einmal TB. Und da klemmen wir jetzt braun-weiß einfach auf.
wie vorhin im Plan angezeigt. Der TB ist der weiße. Und der A ist der braune. Den Rest der Adern, ich habe übrigens sowohl am Monitor als auch an der Kamera immer eine Unterputzdose drin und die übrigen Adern verschwinden dann in dieser Dose. Das heißt, ich habe jede Menge Reserve, wenn man irgendwas überprüfen muss, hinten drin. Der ist jetzt soweit fertig, zumachen tun wir noch nicht. Auch das Kameramodul habe ich schon montiert. Das zeige ich jetzt nur noch zur Vollständigkeit halber, damit da kein Wasser eindringt. Hand da so dicht Nippelabdeckungen schon innen mit dabei. Erstens, wenn man die offen lässt, behindert das, man kann ja diese Kamera, das Auge noch einstellen, behindert das. Und zweitens ist ja so gegen Feuchtigkeit geschützt. Das ist mir nur schon ganz oft aufgefallen. Das wird ganz oft einfach vergessen. Die kann man dann, kommen wir später dazu, Kameraauge kann man um 30 Grad, 30%, ich weiß gar nicht, kann man vorab einstellen. Auch da wieder die Klemmbezeichnungen TAK, TBK, das heißt auf der TA-Klemme, der wird braun und auf der TB-Klemme, der wird weiß. In der Unterverteilung am Netzgerät haben wir jetzt auch die beiden braun-weißen, einmal zur Kamera, einmal zum Monitor. Und dies wird angeklemmt am Netzgerät oben. Da haben wir nur die Bezeichnung TA und TB. Kommt oben drauf. Zu der unteren Einheit kommen wir gleich. Für die Montage hier oben kann man den Stecker abziehen, die Drähte einfach anklemmen und dann wieder anstecken. Was jetzt noch fehlt, ist die Brücke im Plan und der Anschluss für den Türöffner. Die Brücke ist da einfach nur montiert. Die Brücke ist drin zwischen der Klemme TÖ und B. Und dann habe ich zwei Adern. Diese zwei Adern würden zum Türöffner führen. Hand eingeklemmt, Klemme C und TÖ. Ich habe jetzt da ein Voltmeter dran, weil ich keinen Türöffner vorhanden habe, um das dann zu simulieren. Selbstverständlich, der Anschluss an die 230 Volt habe ich in diesem Fall über einen extra LS-Leitungsschutzschalter, damit wenn da irgendwas zu reparieren, zu überprüfen ist, dass ich das einzeln ausschalten kann. Noch Plan verdrahtet haben wir, dann würde ich sagen, schalten wir die Anlage ein. Die Außeneinheit kann man komplett schließen. Innen lassen wir das Ganze offen, das brauchen wir dann zum Programmieren. Dies wird jetzt oben nur eingehängt und unten mit dem Sicherheitsschlüssel wieder arretiert. Vorher kann man schon mal vorab, das kann sein, dass man das zwei, dreimal öffnen muss, das Kameraauge oben, unten und so weiter einrichten. Eventuell muss man später noch mal öffnen und genauer einstellen. Zur Montagehöhe gibt es Siedle an, das Gerät ungefähr auf 1,50 Meter, an die Monitoreinheit innen ungefähr auf 1,40 Meter. Das kommt aber immer auf die Gegebenheiten drauf an. Wenn jetzt ich zum Beispiel ein Haus habe mit einer Haustüre, mit einer Podesttreppe rauf, wo man 3 oder 4 oder 5 Stufen raufgehen muss. Die Leute, und ein sehr kleines Podest ist, die Leute haben sich angewohnt, die drücken dann drauf und gehen dann 3 Stufen runter. Dann sehe ich in der Kamera nichts mehr. Also das muss man ein kleines bisschen an die Gegebenheiten anpassen. Vor allem ist auch ganz oft das Problem, wenn die Kamera, wenn jetzt das eine zweiteilige Haustüre ist, eine recht große, und das Modul oder die Kamera an sich 1,5 Meter entfernt ist von der Haustür, die Leute bei der Haustür stehen bleiben, sehe ich wieder nichts. Die Siedle jetzt zum Beispiel kann man wirklich gut einstellen, das Kameraauge, damit man nicht nur geradeaus, sondern tatsächlich einen richtig guten Winkel einstellen kann.
Zu dem Thema verlinke ich jetzt unten einmal von Siedle eine Seite, das ist eine kostenlose Seite, wo extrem viel drinsteht über die Erweiterbarkeit von dem Ding, weil viele Leute werden jetzt wieder fragen, kann man da einen zweiten Monitor anschließen, kann man einen zweiten Türöffner anschließen? Ja, grundsätzlich ja, man kann das extrem erweitern, 10 Adressen haben da frei, aber da schaut euch bitte auf die Seiten, weil nur erklären ist ja dumm. Da steht genau das drin, wo es braucht, oder da könnt ihr genau das auszufischen, ganz viele Leute brauchen. Da hat zwei Türöffner, einmal Haustür, einmal Gartentor, oder zwei Kameraeinheiten, oder auch innen zwei Monitore. Das Ganze ist jetzt ein Einfamilienset, aber das kann man super gut erweitern. Informationen haben da unten. Ich hänge jetzt die ein, arretiere das, und dann schauen wir, was wir mit dem Monitor machen. Das ist alles noch ausgeschaltet. Netzgerät ist noch nicht ein. Jetzt kann ich ohne Probleme da mal drauf drücken und schauen, ob alles sauber ist und nicht, dass nichts zwickt. Jetzt aktivieren wir das Ganze. Fängt jetzt da zum Blinken an. Jetzt müssen wir das Ganze in den Programmiermodus versetzen. Da ist da eine kleine Taste, Programm-Mode. Da drücken wir 5 Sekunden drauf. Bis die grüne LED mit der Bezeichnung LED 1 dauerhaft blinkt. Dann brauchen wir die Monitoreinheit nur noch einklipsen. Das werdet ihr jetzt wahrscheinlich nicht mitgekriegt haben, weil ich genau in dem Moment die Kamera umgestellt habe, ausgeschaltet habe. Jetzt ist ein Signal da unten gekommen, das dauert eine kurze Zeit. Im Prinzip ist die Anlage jetzt schon programmiert. Jetzt müssen wir dann nur diese Programmtaste nochmal kurz drücken. Dann ist das wieder aus. Und dann sollte die Anlage einfach eigentlich funktionieren. Jetzt ist das wieder weg. Wenn ich nochmal auf den Türöffner drücke, seht ihr das? 12 Volt. Das ist jetzt natürlich Leerlaufspannung, darum steht da 13,9. Wenn der Türöffner anliegt, würden 12 Volt. Genau die Anzeige 0,8. Das stimmt natürlich jetzt nicht. Da ist jetzt einfach gar nicht wirklich was drauf. Nur bei der Türöffner-Taste, die wenn man aktiviert, schaltet die 12 Volt. 13,6 zeigt es jetzt an. Ist jetzt genau so, wie so oft gefordert, man kann an der Außeneinheit nicht mehr irgendwie auf den Türöffner zugreifen. Man kann da nicht irgendwie sabotieren, zumindest nicht über die Station. Grundsätzlich muss ich aber zu dem Thema nochmal was sagen, weil viele das, glaube ich, in dem ersten Sprechanlagenvideo vor 2 Jahren, eine ganz normale Sprechanlage, in dem falschen Hals gekriegt haben. Rein versicherungstechnisch ist es nämlich so, wenn ihr euer Haus verlasst und das einfach zuzeugt, gilt dies nicht als genügender Schutz für die Haustüre. Das heißt, immer nur, wenn abgesperrt ist, wenn vollständig eine Haustüre abgesperrt ist, ist tatsächlich abgesperrt. Genauso gut, wenn Sie es Alarmanlagen, Einbruchsversicherung, solche Dinge, ein Fenster kippt lassen, hast du ein Problem. Du musst dann alles schließen, auch die Haustüre richtig absperren. Und wenn die Haustüre richtig abgesperrt ist, kann der Türöffner nichts öffnen und so weiter. Da gibt es dann neue Anlagen mit Motorschloss und so weiter. Das war dir aber sowieso fatal. Das war auch früher. Wenn sowas da war wie Motorschlösser, war das auch früher niemals da drin verklemmt. Die Siedle Anlagen haben aber das irgendwie nicht verheimlicht, im Gegensatz zu vielen anderen. In der Beschreibung ist auch früher schon drinnen gestanden, sicherheitsrelevante Bereiche. Und das muss ja der Kunde selber entscheiden, was für ihn ein sicherheitsrelevanter Bereich ist. Ist mit der alten Anlage, mit dem Türöffner, so nicht zu verfahren. Bei dem jetzt allerdings, selbstverständlich, weil ich an der Außeneinheit keine Möglichkeit mehr habe, den elektrischen Türöffner zu bedienen. So viel nur am Rande. Nicht versäumen möchte ich natürlich das
Schriftfeld beschriften. Machen wir jetzt da wieder auf. Ich mache es gerne auf. Man muss es natürlich nicht. Mit einem geeigneten Werkzeug kann man das ganz leicht aushebeln. Und da innen ist dann das Papier drin für die Beschriftung. Ordentlich wieder rein. Einfach da wieder reindrücken. Und schon ist das erledigt. Also nochmal, falls man es nicht gescheit gesehen hat, mit einem ganz kleinen Schraubendreher kann man das von der Seite aushebeln, ohne dass man da den Rand beschädigt. Funktioniert ganz, wirklich ganz einfach. Das möchte ich jetzt auch nochmal zeigen. Wenn man den Deckel abgenommen hat, da hier unten sind die Tasten. Da sind jetzt 4 Tasten, weil da kann man ja das 2er Tastenfeld auch gleich anstecken. Wenn man da drauf drückt, klingelt es. Und dann kann man jetzt in dieser Position, das habe ich vorhin einfach nicht gezeigt, ich glaube, da vorhin geht es bis daher. Das Kameraauge richtig. Ich stehe jetzt ungefähr einen Meter, Meter 20 neben der Kamera und trotzdem bin ich noch gut sichtbar. Das Höhenproblem hat man natürlich auch. Man kann, jetzt ist es ausgegangen. Nochmal klingeln. Sehr weit nach oben oder wenn es zu hoch angebracht ist, sehr weit nach unten. Ich habe es in dem letzten Video schon gesagt. Ich kenne keine, wo das Auge zum Beispiel so stark schwenkbar ist. Ich bin der Meinung, ich habe das schon mal gesagt und bin dann kritisiert worden, das ist der Mercedes unter die Videoanlagen. Das ist nichts, was man irgendwie geschenkt kriegt. Das ist kein 200-300 € Schmarrn. Das ist ein hochwertiges Produkt. Kann man super gut erweitern. Wie ich finde, ein wunderschönes Design. Mit dieser Edelstahl-Optik. Ganz hervorragend finde ich, dass das sehr schlank gehalten wird. Heute hat man über der Haustür ganz oft rundum die Ränder, Faschen oder Lisänen, je nachdem wer was hat. Ganz oft haben Haustüren, wo neben der Haustür die Treppe raufgeht und ein Fenster drin ist. Dann hat man da so ein ganz schmales Stück nur Platz. Oder auch wenn Vordächer installiert werden, neben der Haustür ist dann irgendwo ein Balken runter. Ist so ein schlankes Design. Wunderschön. Ohne irgendwie großartigen Schnickschnack finde ich, das ist meine persönliche Meinung, ich finde es wunderschön. Innen weiß integriert sich ganz gut zu sämtlichen weißen Schaltermaterialien, die heute in erster Linie halt einfach verwendet werden, alles meist. Ich finde es ein richtig gutes Produkt und vor allem, ich finde es super, super, super einfach zu installieren. Nicht mehr wie früher, die 6 plus 1, habe ich aber gesagt, 6 plus N. Eins deswegen, weil wenn es eine Familie ist, das brauche ich nur eine Ader. Natürlich kann man das unendlich erweitern, ganz klar. Da geht es mir darum, sowas muss mittlerweile furchtbar einfach sein. Busanlagen zu programmieren waren in den Anfängen alleine gar nicht möglich. Da hat dann einer da drucken müssen, dann hat ein anderer innen da drucken müssen. So ein System ist super einfach, super schnell, super gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst euch nicht verarschen. Bis zum nächsten Mal. Pfiat euch. Servus. Auch dazu muss ich noch ein paar Worte verlieren. Die Adern, die ich da raufgezogen habe, das ist keine Einbauanleitung, wie die Adern da drinnen verlegt werden sollen. Ich habe jetzt das einfach nur zum Zeigen provisorisch da raufgezogen, dass mir die Adern da nicht in Bewegung gingen. Im Normalfall würde ich die da herunten irgendwo aufbewahren. Grundsätzlich ist es ja so, dass lose Klemmen und lose Adern in einem Verteilungsschrank nicht erlaubt sind. Man könnte natürlich das Netzgerät in eine separate Unterverteilung einbauen und nur
eine dreiadrige Leitung von einem LS-Schalter für den Anschluss und dann kann man daneben einfach mit Reihenklemmen zum Beispiel das Ganze verklemmen oder die Wago-Elektronikklemmen in Halter montieren. Man kann die ganze Klemmerei natürlich auch in irgendeiner Klemmdose, Allwegdosen, Abzweigdosen, Klemmkasten verklemmen. Da war es wurscht, da darf man nämlich dann wieder lose verklemmen. Und nur die Adern, die man braucht, dementsprechend fest verlegen. Auch das geht. Also nochmal, das dient nur zum Veranschaulichen, wie das geht. Das ist natürlich jetzt nicht ein mustergültiger Aufbau, was die Bedingungen, die Klemmbedingungen und so weiter anbetrifft. Das steht auf einem anderen Blatt. Das ist aber in jeder Unterverteilung und bei vielen Kunden individuell jedes Mal anders. Irgendwie etwas zu zeigen, das für allgemein gültig ist, ist da sehr schwierig, weil es bei jedem Kunden anders ausschaut.